Ich war kurz draußen Auto holen und habe gesehen, wie Rauch aus Fenster, Dachfenster rauskommt. Und da wollte ich Feuerwehr anrufen, aber da habe ich gleich gehört, dass schon unterwegs war. Und da habe ich natürlich nicht mehr angerufen und eine Minute später sind Flammen aus Dachfenster rausgeschossen. Gekommen. Und da war der Feuerwehr schon da. Dann habe ich gesehen, wie die Frau auf dem Balkon ist. Dann habe ich denen gesagt, ob die ihn auch schon gesehen. Also ist halt ein oder zwei Häuser weiter wie meine Werkstatt, deswegen habe ich alles mitgekriegt. Ich war alarmiert worden gegen 12.21 Uhr zu einem Wohnhausbrand mit eingeschlossenen Personen, so lautete die Meldung. Beim Eintreffen stellte sich die Lage so dar, dass die erst eintreffenden Kräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich eines Dachfensters zur Straßenseite hin feststellen konnten. Des Weiteren konnten die Kräfte zwei Personen, die sich im zweiten Stock dieses Mehrfamilienhauses befanden, ebenfalls feststellen und dann eine starke Rauchentwicklung noch im Bereich eines zweiten Dachfensters. Es wurden dann sofort umfangreiche Löschmaßnahmen und Menschenrettungsmaßnahmen eingeleitet, wobei der Einsatzleiter noch zunächst beim Eintreffen eine weitere Alarmstufe erhöht hat. Wir haben den Brand dann mit zwei Drehleitern im Dachbereich und in der Dachgeschosswohnung bekämpft. Des Weiteren haben wir drei Trupps im Innenangriff ebenfalls zur Brandbekämpfung eingesetzt gehabt. Im Moment besteht die Gefahr, dass der Dachstuhl uns teilweise einstürzt, sodass wir hier Sicherungsmaßnahmen eingeleitet haben für unsere Kräfte, weil sich noch Glutnester im Bereich des kompletten Dachstuhls befinden. Schwierigkeiten in dem Sinn haben wir durch natürlich dieses heiße Wetter, durch die extreme Belastung der Einsatzkräfte mit ihrer schweren Ausrüstung und dann unter Atemschutz in dieses Gebäude einzudringen und natürlich dann diese Hitze, die sie da drin vorfanden. Wir haben derzeit drei Personen, die mit Rauchgas-Intox im Krankenhaus Esslingen behandelt werden. Thank you.